nachlesen. 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Da werden eine ganze Menge Gaben aufgelistet und aufgezählt, aber ich möchte von vornherein Folgendes sagen, Die Gaben, die hier aufgelistet sind, das ist keine vollständige Liste. Wir werden darauf sicherlich noch zu sprechen kommen, aber der Paulus hat diese Gaben aufgeschrieben, so, versteht mich da jetzt nicht falsch, so ad hoc. Das sind Dinge, die ihm in den Gedanken gekommen sind, als er diesen Brief geschrieben hat. Das Interessante, was der Paulus hier nämlich macht, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, er führt Begriffe ein, ohne diese Begriffe zu definieren. Das macht Paulus sonst immer. Wenn er irgendwelche Begriffe einführt, theologische Begriffe, liest er mal den Römerbrief, dann erklärt er, was er damit meint. Das macht der Paulus hier nicht. Das ist so eine Aufzählung, so diese Gaben gibt es, Klammer auf, aber darüber noch viel mehr. Denn das Interessante ist nämlich, wenn wir in den Römerbrief hineinschauen, der ja auch von Paulus ist, Römerbrief Kapitel 12, Vers 3 bis 8, da finden wir eine ganz andere Gaben- und Gnadengabeliste. Das sind die gleichen Gaben, die gleichen Charismen, die gleichen geistlichen Wirkungen, die Gott schenkt, aber wieder eine ganz andere Form, eine ganz andere Liste. Das heißt, und das hatten wir in der Einleitung schon gesagt, Gott ist so vielfältig. Gott wirkt so unterschiedlich. Er hat so viel mehr Gaben für uns, wie wir uns das vorstellen können. Und ich möchte es mal so sagen, es gibt im Neuen Testament keine komplette Theologie der Geistes- oder der Gnadengaben. Ich persönlich glaube, dass es mehr Geistes- und Gnadengaben gibt, als das, was im Neuen Testament berichtet ist. Unterschiedlich. Warum? Weil Gott, was hatten wir gesagt, so kreativ ist und weil er unterschiedlich hineinwirken möchte in unser Leben hinein, durch den Dienst von anderen und in unsere Gemeinde hinein, durch das gemeinsame Praktizieren der Gnadengaben Gottes. Ich bin unheimlich begeistert davon, immer mich mit Texten so zu beschäftigen und Bibeltexte auszulegen und so weiter. Ich habe aber festgestellt, man muss manchmal auch ein gewisses System in einen Text oder in ein Thema hineinbringen. Und wenn wir uns über Gnadengaben oder Geistesgaben unterhalten, dann glaube ich, dass es drei Systeme oder drei Kategorien gibt von Gnaden oder Geistesgaben, die er seiner Gemeinde schenkt und die er seiner Gemeinde gibt. Da sind zum einen, ich nenne das mal Befähigungsgaben. Befähigungsgaben sind Gaben, die Gott seiner Gemeinde, die Gott dir schenkt, damit du ausgerüstet wirst zum Bau seines Reiches und zum Dienst für den anderen. Das hatten wir ja eben sehr stark betont. Dass das Kriterium ist, an dem sich Echtheit ableiten lässt. Diene ich dem anderen, diene ich meinem Nächsten. Zu diesen Gaben gehört zum Beispiel das prophetische Reden oder das Wort der Erkenntnis, das Wort der Wahrheit oder das prophetische Wort. Aber auch Dienste der Barmherzigkeit, wenn wir in Römer Kapitel 12 hineinschauen. Das sind so Befähigungsgaben, Gaben, die Gott uns schenkt, um sein Reich und andere Leute zu ermutigen, zu stärken und so weiter. Es gibt, glaube ich, darüber hinaus Bestätigungsgaben, die auch dazu führen, dass andere Menschen ermutigt werden, wenn sie sehen, was Gott tut durch seinen Geist. Gott bestätigt sein Wort und Gott bestätigt sich selber durch Gaben, die er Menschen gibt und Menschen, die dadurch ausgerüstet werden, für andere Menschen zum Beispiel zu beten und sie werden gesund. Das ist zum Nutzen anderer, wenn jemand nicht mehr krank ist. Das sind Bestätigungsgaben, die er gibt, um sich selbst zu bestätigen, um sich selbst zu verherrlichen. Und schließlich Leitungs- und Lehrgaben. Ich persönlich glaube, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, dass zum Beispiel die Gabe der Geisterunterscheidungen nicht nur meint, dass jemand Einsicht hat, ob etwas dämonischen, menschlichen oder göttlichen Ursprungs ist, wenn es um Manifestation und äußere Erscheinung geht, sondern ich glaube, dass besonders auch die Gabe der Geisterunterscheidung Menschen gegeben ist, wenn es um Lehre geht. Also wenn es darum geht zu beurteilen, was für einen Ursprung hat diese Lehre und springt diese Lehre
überein mit dem, was der gesamte Ratschluss Gottes uns gibt, also den roten Faden, die rote Linie, die wir durch die gesamte Offenbarung Gottes sehen und erkennen können. Gott gibt Leitungsaufgaben, Gott gibt Leitungsgaben, er gibt sogar Leitungsämter, Apostel, Propheten, Hirer, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Der ein oder andere mag sagen, ja Marc, das war jetzt eine nette Vorlesung über Geistesgaben. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich würde sagen, diese Frage ist einerseits sehr berechtigt und auf der anderen Seite ein wenig falsch gestellt. Vielmehr sollte, finde ich, die Frage lauten, welche Gabe hat Gott dir gegeben, damit du deiner Gemeinde und deinem Nächsten dienen kannst? Versteht ihr, um was es mir geht? Es geht nicht um dich. Es geht darum, mit was für Gaben hat Gott dich ausgerüstet? Mit was für Gaben hat Gott dich beschenkt durch seinen Geist, damit du anderen dienst? Es muss uns klar sein, dass wenn Gott uns in seinem Wort etwas verheißt, was er seiner Gemeinde schenken möchte, und konkret beschäftigen wir uns ja jetzt mit Gnadengaben, mit Geistesgaben, mit Geisteswirkungen, dann wäre es geradezu fahrlässig, wenn wir das als Ganzes ignorieren, so wie ich am Anfang sagte, dieses eine Extrem, damit will man nichts zu tun haben. Und wenn du das, was Gott dir bereits gegeben hat, nachdem du Kind Gottes geworden bist, ignorierst, dich darin nicht bewegst, wenn du nicht Gott fragst, was hat Gott, was hast du mir gegeben, um andere Menschen zu dienen? Was hast du mir für eine geistliche Ausrüstung gegeben, damit ich zum Segen werden kann für meine Gemeinde oder für jemanden in meiner Gemeinde? Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Und wahrscheinlich würden jetzt ganz viele Amen rufen. Aber was ich damit meine ist, wir brauchen die Verschiedenheiten des Wirkens Gottes in unserer Gemeinde. Wir brauchen nicht die einseitige Festlegung, wer etwas zu sein hat, sondern wir brauchen den, lasst es mich mal so sagen, den gesamten Blumenstrauß der Gaben Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns mit den Gaben bereits ausgerüstet hat, die wir brauchen. Gott hat die, wie wir hier sitzen, beschenkt mit unterschiedlichen Gaben. Und unsere Aufgabe ist es nun, diese Gaben zu entdecken, die Vielfalt zu entdecken, mal vielleicht ein gewisses Eingefahrensein, ein bisschen scheuklappenmäßig mal ablegen und sagen, okay, ich konzentriere mich nicht nur auf eine Gabe oder ein bestimmtes Phänomen, sondern ich versuche mal meinen Blick zu weiten. Warum? Gott ist so verschieden, also Gott ist nicht verschieden, aber er ist kreativ und er schenkt verschiedene Gaben uns, also seine Gemeinde. Das heißt, lasst uns doch gemeinsam auf die Reise gehen, geistliche Gaben neu zu entdecken. Und ja, lasst uns doch mal ganz neu hinterfragen, warum wir was tun und was vielleicht die Grundlage ist, warum wir es tun. Weil wir es schon immer tun, weil man es uns vielleicht damals so gesagt hat. Und lasst uns noch mal neu darüber nachdenken, was für eine Begründung gibt es denn im Worte Gottes, warum wir gewisse Dinge tun sollten oder vielleicht auch gewisse Dinge nicht oder nicht mehr tun sollten. Also ich möchte dieses Ergebnis einmal ganz offen halten und vielleicht ein wenig unbefriedigend für euch, ein wenig in die Spannung hineinlassen in die nächste Woche. Ja, wenn wir dann anfangen mit den Gnadengaben, mit den Kraftwirkungen Gottes. Also die Fortsetzung folgt und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein wenig motivieren auf das, was da so auf uns zukommt, was Gott da in uns vielleicht neu beleben möchte, was uns verloren gegangen ist, wo Gott uns vielleicht korrigieren möchte, ich weiß es nicht. Ich halte das wirklich ganz bewusst ergebnisoffen. Ein allerletzter Gedanke noch hierzu. Uns muss klar sein und deswegen redet der Paulus ja hier auch von über die Gnadengaben Gottes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, dass
wir auch herausgefordert sind, uns mit diesen Gaben auch zu beschäftigen. Nicht in dem Extrem, wie ich am Anfang sagte, dass das das Ein und Alles ist, ja, und dass es am Ende so ein Gabenzirkus wird und darum geht es nur noch. Nein, nein, es geht um das Evangelium. Und die Gaben Gottes sind dazu da, dieses Evangelium zu bestätigen und so weiter. Aber eines ist uns doch auch schon in unserem normalen Christenleben aufgefallen. Je mehr wir uns mit einer Sache beschäftigen, desto größer wird doch unsere Sehnsucht und unser Hunger, uns weiter damit zu beschäftigen. So, wenn ihr heute nach Hause geht und in die Woche hineingeht, beschäftigt euch ruhig weiter mit, diskutiert untereinander. Freunde, das kann auch ein wenig kontrovers sein. Das kann auch ein wenig mit unterschiedlichen Meinungen sein. Warum? Weil die Grundlage was ist? Bekehrung, Wiedergeburt, Buße, Gotteserkenntnis, Christsein, Kindsein Gottes. Das ist unsere Grundlage. Das ist das Evangelium. Das muss stimmen. Wenn das nicht stimmt, dann müssen wir ganz anders ansetzen. Aber wenn das stimmt und wenn der Paulus hier so eine Ad-hoc-Gabenliste uns gibt und wir mal versuchen müssen, diese Gaben aufzuspüren, was sie für eine Bedeutung haben könnte, dann garantiere ich uns, da gebe ich uns jetzt schon Brief und Siegel drauf, dass wir ein wenig unterschiedlicher Meinung sein werden. Aber das ist gut, das ist gesund. Da musst du deine Meinung hinterfragen und ich muss meine Meinung hinterfragen. Da müssen wir unsere aller Meinung hinterfragen. Und dann kommen wir auf einen gemeinsamen gleichen Nenner, wenn wir nicht stur und einseitig an dem traditionell festhalten, was wir meinen. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass die Hauptwirkung des Heiligen Geistes Buße, Bekehrung und Wiedergeburt ist, dann mache ich mir da gar keine Sorgen, weil dann bleibt die Hauptsache die Hauptsache. Und dann dürfen wir uns freuen an dem, was Gott durch seinen Geist in unserer Gemeinde schenken möchte. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Lieber himmlischer Vater, danke, dass du deinen Heiligen Geist durch Jesus Christus zu uns sendest. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken in unserer Mitte, für dein Wirken in der Vergangenheit durch Bekehrung, Buße und Wiedergeburt. Danke, Heiliger Geist, für das, was du darüber hinaus uns schenken möchtest. Und schenke uns ein offenes Herz, dass wir kennen und verstehen, dass wir deinen Heiligen Geist brauchen in unserem Leben. Dass dein Geist uns belebt hat und dass wir mit der Kraft deines Heiligen Geistes leben sollen. Ich möchte ganz bewusst fragen heute Nachmittag hier, wir schließen alle mal unsere Augen, schauen nicht herum. Jeder ist jetzt so für sich und Gott. Ist heute Nachmittag jemand hier, der sagt, ich möchte Buße tun, ich möchte umkehren, es gibt etwas in meinem Leben, das stimmt nicht, das möchte ich vor Gott bringen, dann möchte ich dir ganz kurz die Gelegenheit geben, dass du ganz kurz aufzeigst, du musst nicht nach vorne kommen, aber du kannst ein Signal Gott gegenüber geben und sagen, hier, da gibt es etwas, das ist nicht in Ordnung gewesen für Gott, wir schauen nicht rum, was der andere macht, schließen unsere Augen, gibt es jemanden hier, wo der Heilige Geist Buße, Sündenerkenntnis bewirkt hat. Okay, gut, ihr Heiligen, das ist gut. Okay. Herr Jesus, lass uns gesegnet in die neue Woche gehen. Begleitet mit deinem Heiligen Geist, gerüstet und gestärkt mit deinem Heiligen Geist und lass uns erwarten, dass du etwas in uns tust und schenkst, Herr. Vielen Dank für dein Wort, durch das du zu uns geredet hast und danke für deinen Heiligen Geist, der nicht nur zu uns heute geredet hat, sondern der uns auch befähigt, das Gehörte auch zu tun. Wir danken dir, Herr. Amen.